Komm mal, komm! Märkische Sattelschweine lieben Walnüsse. Henrik Star lockt sie so, um sie zu inspizieren. Welches Schwein ist schlachtreif? Welches lässt er noch eine Weile auf der Mastweide? Sein Biofleisch ist gefragt und doch ist seine Existenz bedroht. Denn der Boden hier unten könnte ideal sein, um CO2 zu speichern, das bei der Kohleverstromung anfällt. Das Klimagas nicht in die Atmosphäre, sondern unter Tage? Keine Lösung, meint er. Wir müssen hier uns nicht bemühen, sorgsam mit unseren Ressourcen, unserem Boden umzugehen, um ihn für spätere Generationen zu bewahren und nutzbar zu halten, wenn überhaupt ganz ungewiss ist, wie sich das Ganze entwickelt, weil wir hier ein CO2 Endlager unter unseren Füßen haben. Du bist frech. Was bedeutet das für seine Wild- und Schweinezucht? Wird das CO2 nicht wieder hochkommen, Tiere womöglich töten oder mindestens das Wasser versauern? CCS nennt man die neue Technologie. Carbon Capture and Storage. Man bohrt durch Sedimentschichten hindurch, die so dicht sind, dass sie wie ein Deckel wirken, so die Theorie. Es kann hunderte Meter hinabgehen. Dort befinden sich spezielle poröse Gesteinsschichten, die das CO2 binden und halten. In einer kleinen Versuchsanlage in Brandenburg verpressen Wissenschaftler CO2 erfolgreich. Es bleibe unten, das heißt, Kohle könne so klimafreundlich verstromt werden. Große Hoffnung setzt die EU in das Projekt und verspricht Fördergelder. Auch Vattenfall ist hoch interessiert, denn sie haben große Pläne für Brandenburg. Wir wollen in Jenschwalde 2015 ein Demonstrationskraftwerk in Betrieb nehmen für die CCS-Technologie und werden so in diesem Kraftwerk 1,7 Millionen Tonnen CO2 im Jahr abtrennen, das dann nicht in die Atmosphäre gelangt. Doch in ganz Deutschland trauen viele der Technik nicht. Sie sei teuer, energieaufwendig und vor allem wisse man nicht, ob das Gas nicht doch nach oben komme. Vielleicht so massiv, dass es giftig wirke. Und so versichert der Bundesumweltminister: Gegen den Willen eines Bundeslandes, welches es auch sein mag, wird diese Erprobung auf dem Gebiet des Bundeslandes nicht stattfinden. Potenzielle Lagerstätten werden vor allem im Osten und Norden Deutschlands vermutet. Sie können aber nur erkundet werden, wenn der Bund das entsprechende Gesetz macht. Aber da hakt es nun schon seit Monaten. Kiel zum Beispiel will keine CO2-Speicher gegen den Widerstand der Bevölkerung. Wir sollen uns ja nicht wundern, wenn wir den Menschen jahrelang erzählt haben, dass CO2 das Klimagift Nummer 1 ist, dass sie dann etwas dagegen haben, dass unter ihren Einfamilienhäusern das Zeug eingebracht wird. Und wir haben eine gewisse Unwägbarkeit natürlich hinsichtlich der endgültigen Anwendung dieser Technologie. Und da stellt sich die Frage, ob man tatsächlich diese Reibungshitze in Kauf nimmt. Reibungshitze, Stress mit der Bevölkerung, den hat man in Brandenburg sowieso oft wegen der Braunkohle. Aber das Land braucht die EU-Fördermittel. Es braucht noch mehr diesen riesigen Arbeitgeber und seine Steuergelder. Ohne CCS werde der Tagebau vielleicht eingestellt, heißt es. Er lohne nicht bei diesen Klimaauflagen. Um Vattenfall zu halten, muss die Politik CCS also den Bürgern schmackhaft machen. Schwer mit Querschüssen aus Schleswig-Holstein. Wenn, wie beispielsweise Schleswig-Holstein, argumentiert, dass die Sicherheit nicht zu gewährleisten ist, wie soll dann ein anderes Bundesland auftreten und sagen, aber wir gewährleisten Sicherheit? Also ich sage mal, das wird, glaube ich, dann alles mehr als schwierig in der Gesamtdebatte. Henrik Star hat schon öfter gegen CCS demonstriert und wird es wohl weiter tun. Denn nun entscheidet sich die Zukunft von CCS und von BESCO. Wenn sich Bund und Länder nicht bald auf ein Gesetz einigen, dann verfallen Fördermittel, Kraftwerksbauten stehen in Frage und Braunkohle als Energieträger. Die hier auf dem Marktplatz von BESCO das gelbe Kreuz des Widerstands formen, finden das wohl nur gut.